Ja, also diese Wanne hat eine sehr große Besonderheit, und zwar hat die Badewanne eine Tür, was ja auch was Untypisches ist irgendwie für eine Badewanne, aber somit kann man halt die Tür öffnen und erleichtert halt der Mutter einen bequemen Einstieg. Ihren Einstieg haben die Freunde der Familie bereits vor ein paar Tagen erfolgreich geschafft. Nun sind sie erneut hier, um das Zuhause im Glückteam beim Möbelaufbau zu unterstützen. Begonnen wird im Obergeschoss. Ja, hier läuft's ganz gut. Macht echt Spaß mit Jens zusammen. Wir haben ja auch schon das Laminat verlegt. Heute dürfen wir wieder. Wir helfen echt gerne hier. Da kann man von Glück sagen, dass auf dieser Baustelle ein so unbändiger Team-Spirit herrscht. Das bringt Aufwind im ganzen Haus. Die nächste positive Statusmeldung ebenfalls. Sven, es ist deine letzte Leiste. Wolfgang, das ist die letzte Leiste. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Der Anbau ist fertig. Super. Was man in ein paar Tagen alles machen kann. Ich meine, vor kurzem stand hier noch eine alte, relativ runtergekommene Holzhütte quasi. Und jetzt haben wir hier so einen Prachtbau. Es ist echt schön geworden. Danke. Gut. Ich wünsche euch einen guten Heimweg. Den werden wir haben. Bis zum nächsten Mal. Ja, ne? Tschüss. Tschüss, danke. Wieder ein Punkt, hinter den man ein Häkchen setzen kann. Somit ist draußen alles erledigt und im Inneren kann es weiter an den Feinschliff gehen. So ein Metallbett ist ja relativ filigran und es hat sehr viele Oberflächen, weil alles noch gewunden ist. Und das ist einfach viel praktischer, wenn man das Ganze sprüht, als mit dem Pinsel komplett zu umfahren. Das ist wahnsinnig zeitaufwendig. Und deswegen bin ich froh, dass ich mir meine Farbe jetzt ins Farbsprühgerät umfüllen kann und das Bett damit lackieren werde. Ich würde jetzt gerne die Teile einmal über Nacht trocknen lassen, dann können wir morgen früh Inas Bett zusammensetzen. Apropos über Nacht. Der vorletzte Baustellentag neigt sich dem Ende zu. Natürlich nicht ohne Überstunden. Unser achter Baustellentag beginnt. Gestern hatten wir aufgrund der Überstunden noch ordentlich was aufholen können. Aber wir haben auch noch ein ordentliches Stück vor uns. Deswegen heißt es heute Augen zu und durch. Alle befinden sich müde, aber motiviert auf der Zielgeraden. Der Baustellendreck ist Geschichte. Und Eva ist bei ihrem Endspurt sogar ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Ich habe noch mal bewusst Teppiche als Farbakzente ausgewählt. Aber auch um Wohlgefühl in den Raum zu bringen. Ich habe natürlich bewusst darauf geachtet, keine hochflorigen Teppiche zu wählen. In der Stelle, wo Marion auch mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl durch muss. Das war's. Dankeschön. Vielen Dank. Raum für Raum finden im ganzen Haus auch die letzten Teile ihren Platz. Nach den anstrengenden letzten Tagen fast wie ein Traum. Familie Höss macht die ersten Schritte ins neue Zuhause. So sah es hier vor 8 Tagen noch aus. Und jetzt? Eins. Oh mein Gott. Oh, was hier passiert? Was ist das? Das ist eure neue Heizung. Das gibt's doch nicht. Wie ihr hört oder auch nichts hört. Man hört nichts. Gar nichts. Man hört gar nichts mehr. Null. Und die läuft? Die läuft gerade. Hier ist die Vorlauftemperatur. Kesseltemperatur 55,5 Grad. Oh. Oh. Ab heute geht es für euch von hier nach oben. Wahnsinn. Okay. Erstmal gehen wir zu 5 nach oben. Marion, du mit Julia würdest am besten hier kurz warten. Ja. Julia kann vielleicht deinen Rollator holen. Mhm. Und dann gehen wir erstmal mit den Kindern nach oben. Ja. Ja. Ina und Sarah dürfen zuerst ihr neues Reich entdecken. Gar nicht so einfach mit der Orientierung. Ja, ist schon ganz schön anders, ne? Ja, auf jeden Fall. Also. Du guckst so, wie war das vorher? Wo kam die Treppe hoch? Die kam so hoch. Noch vor 8 Tagen musste man umständlich unnötig weite Wege zurücklegen. Man musste da immer ganz rumgehen, ne? Um dann hier in die Räume zu kommen. Ne? Wie kann man sowas umdrehen? Ja, das. So, manchmal fragen wir uns das auch. Das schafft man selbstverständlich nur mit einem tollen Bauteam und dessen ungebrochener Motivation. Das Ergebnis spricht wirklich für sich. Jetzt geht's ins erste Zimmer, und zwar in das von dir, Sarah. Du hast in den letzten Jahren ganz viel zurückgesteckt und deswegen war es uns auch wichtig, dass deine Räumlichkeiten renoviert werden. Okay.
It was almost love. It was almost love. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, guck mal, da das schöne Bild von uns allen. Das ist toll, ne? Ja, das ist auch richtig schön. Oh, guck mal, wie schön. Das ist richtig schön. Also, es ist unvorstellbar eigentlich. Ja, dass man das aus dem Raum im Endeffekt machen konnte. Ne? Vorher war es so ein Raum, wo ich immer gedacht habe, wie willst du es einrichten? Das war ja wirklich kein Raum, der sonderlich gemütlich oder sowas war. Und jetzt ist es ja ganz anders. Also wie gesagt, jetzt kommt man hier rein und fühlt sich sofort wohl. Ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass man aus zwei solchen Räumen so was Schönes gestalten kann. Das war halt auch unser Ansinnen, dass du wirklich einen Bereich für dich hast, wie so ein kleines Apartment. Ja. Dass du dich zurückziehen kannst mit einem kleinen Wohnzimmer, Ankleide, Schlafen, alles kombiniert. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Kann ich gar nicht glauben. Wirklich Wahnsinn. Ja, Ina, jetzt bist du dran. Ich freue mich schon richtig. Oh, jetzt kannst du richtig, richtig gut Hausaufgaben machen und... Ja. Ich glaube, Ina ist geschockt, oder? Ja. Ina, das Einzige, was an früher erinnert ist, der Bär. Den kennen wir noch, ja. Oder? Der hat hier auf dich gewartet. Ich finde, dieser Raum war sehr dunkel. Man hat sich hier kaum aufgehalten, außer halt zum Schlafen. Ich habe hier nie Hausaufgaben machen können, weil es so dunkel war. Heute erstrahlt Inas Zimmer in neuem Glanz. Nichts erinnert auch nur annähernd an den verlebten Raum, der hier vor dem Umbau noch zu finden war. Fast majestätisch erstrahlt alles in den Lieblingsfarben des jüngsten Familienmitglieds. Ihre Hausaufgaben wird Ina hier in Zukunft bestimmt gerne machen. Das ist weich. Ja. Das ist richtig schön. Also Ina, du kannst dein Zimmer noch ein bisschen erkunden. Die Anna bleibt bei dir. Wir würden nämlich gerne jetzt erstmal mit der Sarah unten und der Mama und der Julia weitergucken, ja? Ja, mein Zimmer. Ja, und wir holen euch aber später noch dazu, ja? Ja. Okay. So. Kennst du jetzt den Weg genau? Ja, ich hoffe. Jetzt vor allen Dingen wird es für euch ganz, ganz spannend, denn wir gehen durch diese Tür. Noch vor einer Woche gelangte man durch diese Tür direkt in das alte, dunkle Wohnzimmer. Und jetzt? Bitte schön. Nein. Oh mein Gott. Wir sind verkehrt hier. Ja. Das ist nie unser Haus. Was ist denn anders? Erzähl doch mal. Alles. Das Erdgeschoss wurde komplett umgekrempelt. Marion, was war hier an der Stelle, wo jetzt die große Öffnung ist? Da ging es zur Küche. Nee. Da war zu. Einfach nur zu. Da war zu? Ja, das war ja dieser Vorbereich im Wohnzimmer. Ja. Und weißt du, warum da eine Wand war? Nee. Weil auf der anderen Seite die Treppe hochging. Ja, richtig. Der schmale Flur, wo ich im Rollstuhl nicht rumkam. Genau. Da warst du einmal hinten rum und ja. Dann wärst du an der Stelle wieder rausgekommen. Genau. Du kannst ja jetzt mal probieren, ob du hier mit dem Rollator gut durchkommst. Denn das wollten wir ja lösen. Perfekt. Vor allem keine Stolperfallen. Das ist einfach ein Traum wahr geworden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Bin einfach nur überwältigt. Und die Heizung, Sarah. Ja, das kann man gar nicht fassen, oder? Oh mein Gott, also, nein. Das ist so viel. Was wird Marion dann wohl erst zu dem extra auf sie abgestimmten Badezimmer sagen? Um Gottes Willen, ich fasse es einfach nicht mehr.
Was ist das denn? Nein. Was ist das denn? Das ist eine Badewanne, allerdings eine spezielle Badewanne. Du hast hier einen Entriegel, dann machst du hier auf. Ja. Und dann kannst du in die Badewanne einsteigen. Nein. Oh doch. Guck mal. Oh doch. Hier rein. So. Ich glaube mit dem Griff hier. So. Oh. So, jetzt könnt ihr Wasser reinlaufen. Wirklich? Nein, noch nicht. Ich will doch nur die anderen Räume sehen. Hattest du dir doch gewünscht, ne? Ja, das war mein Traum. Endlich baden seit 6 Jahren. Seit meiner Herz-OP konnte ich nicht mehr in eine Wanne. Ich kam gar nicht mehr raus. Und jetzt? Oh mein Gott. Das alte Badezimmer war ja eine absolute Katastrophe. Das war ja sehr eng. Da konnte man vom WC gleich in eine Wanne steigen, ne? Wir haben ja gehofft, dass wir ein größeres Bad bekommen, aber das ist natürlich gar kein Vergleich. Besser kann man es nicht machen. Oh, guck mal, da neben Jule. Wo? Da haben wir uns ein Logo von zu Hause gemacht. Ja, das gehört da auch hin. Das gehört da wie... Oh, ist das stark. Die Erkundungstour im neuen Familienbad ist noch lange nicht vorbei. Fazit von Tochter Julia. Ich würde gerne wieder einziehen. Weiter geht die Hössche Erkundungstour. Jetzt geht's durch diese Tür. Oh. Ist das mein Zimmer? Das ist dein Zimmer. Das ist kaum zu glauben, das oder? Das ist echt nicht zu glauben. Also. Wahnsinn! Super. Oh! Yeah! Oh. Danke. Ich gebe das weiter an all die fleißigen Handwerker, Helfer. John, danke. Es ist kaum vorstellbar, was hier in diesem Haus passiert ist. Zur Erinnerung, ja. So viel hier hinten war Küche. Ne? Das war dieses L-förmige. Dann gab es hier diesen Rundbogen. Ja. Der war hier. Mhm. Die Tür gab es ja gar nicht. Nee. Ja. Und dann musste man hier geradeaus, da ging es dann raus. Ja, richtig. Und gleichzeitig linksrum und wieder linksrum. Ja. Und aus diesen vielen Durchgängen haben wir eben einen Flur gemacht. Und das ist natürlich der Zugewinn dann für diesen Raum. Ja. Komplizierter kann die Entstehung eines Raumes wohl kaum sein. Doch bei diesem Ergebnis hat es sich mehr als gelohnt. Hier habe ich Platz, hier kann ich mit dem Rollstuhl rumfahren. Ich komme mit dem Rollstuhl ins Bett. Ich fühle mich jetzt schon super wohl. Ich möchte am liebsten gleich hier bleiben. Zu gespannt ist Marion allerdings auf das, was noch kommt. Jetzt rufe ich mal die beiden Mädels, dass die dazukommen. Nein. Oh. Ich glaub es nicht. Oh. Wenn man sich vorstellt, dass das vorher der Raum war, wo wir uns gar nicht aufhalten wollten. Und jetzt, glaube ich, halten wir uns nur noch hier wahrscheinlich auf. Vorher war hier ja das Wohnzimmer. Das war einfach ungemütlich und da haben wir uns wirklich nie aufgehalten. In der alten Küche hatten wir ja das Problem, dass es einfach gerade für Mama natürlich viel zu eng war. Ja, und hier kann man jetzt richtig schön 2 Leute kochen, der Rest sitzt am Tisch. Das ist eben richtiges Familienleben, ne? Man hätte es sich einfach nicht denken können, dass es aus diesem hässlichen Raum, der wirklich vorher hier war, so ein schöner Raum entstehen kann. Ne? Es ist einfach nicht denkbar gewesen. Ja, Marion, jetzt sind wir im Zentrum des Hauses angekommen, am Esstisch. Und was sagst du dazu, dass wir einmal komplett durchgetauscht haben? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Das kann man gar nicht toppen. Vielleicht ja doch. Dazu muss nur der Blick in den neuen Wintergarten freigegeben werden. So. Oh. Das ist nicht der Wintergarten. Das ist nicht der alte Wintergarten, aber es ist jetzt der neue Anbau und euer neues Wohnzimmer. Ihr seid ja verrückt. Das ist ja wirklich... Das war vorher unser Wintergarten. Der war schon echt übel vermodert. Und halt die Fenster, das war alles schon durchgefault. Und jetzt sitze ich hier in so einem traumhaften Wohnzimmer. Die Veränderung, die dieser Raum durchgemacht hat, ist wirklich kaum zu glauben. Das neue Wohnzimmer ist die Kirsche auf dem Umbau-Sahnehäubchen. Man erkennt die Räume nicht wieder. Es ist alles komplett einmal auf den Kopf gestellt worden. Und ja, man fühlt sich einfach viel wohler. Oder Anna, findest du schön, ne? Ja. Es gibt keine Ecken mehr, wo ich hängen bleibe. Das Bad ist groß genug für einen Rollstuhl oder für meinen Rollator. Es ist alles einfach nur perfekt. So bleibt nur noch gemeinsam auf einen grandiosen Umbau, gelungene Überraschungen und eine gesunde, von Umbausorgen freie Zukunft anzustoßen.